Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Donnerstag ist immer traditionell für mich Lidl-Tag. Und heute früh, wie ich meine Brotzeit geholt habe, habe ich entdeckt, die haben so einen wunderschönen Arbeitsstrahler, und zwar den PAAL 6000C2, heute im Angebot gehabt, für, glaube ich, 19,99 €. Und da habe ich mir gedacht, sowas kann ich in der Werkstatt immer gebrauchen. Und gerade jetzt im Winter, in der Garage etc. ist so ein Akkustrahler echt Gold wert. Jetzt möchte ich den gerne mit euch auspacken, den kurz beschreiben und natürlich auch dann einen Praxistest machen, wo ich praktisch vorstelle, wie das ganze Gerät funktioniert. Erstmal kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Kopplet verbaut, die ist nicht austauschbar, mit 20 Watt Leistung. Und ein Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 Volt, der 6000 mAh hat. Dieser hält 3,5 Stunden bei voller Leistung und 6,5 Stunden bei Sparlicht. Gut, dann schauen wir uns mal an, was alles in der Packung ist. Ich mache das jetzt mal auf. Oben die Nase hier. So, da haben wir hier einmal ein 220 Volt auf USB-Ladegerät. Dann haben wir hier einen Zigarettenanzünder, praktisch Anschluss und USB-Ausgang und Ladekabel mit USB-C. Dann haben wir hier bisschen Karton. Dann haben wir hier eine komplette Anleitung. Sieht dann so aus, falls sich einer das runterladen will. Hier. Und dann haben wir hier den eigentlichen Strahler. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, der Strahler macht auf den ersten Blick erstmal einen hochwertigen Eindruck. Es sind gummierte Ecken, die sind sogar mit richtigen Schrauben reingeschraubt. Wir haben hier einen Fuß, den kann man hier über wenn man sie aufkriegt, diese Schrauben hier verstellen. Das heißt, also man kann den so hinstellen in verschiedenen Winkeln. Da hinten sind dann Magneten drin, das heißt, man kann den magnetisch irgendwo aufhängen und kann den frei hier einstellen. So, wenn wir von hinten drauf schauen, da haben wir hier den Einschalter, dann haben wir hier einen Deckel, da ist hier der USB-C-Anschluss, das finde ich gut, dass das Gerät schon einen USB-C-Anschluss hat. Und hier haben wir einen Ausgang, da kann man zum Beispiel ein Handy oder ein Tablet mitladen. Dann haben wir hier eine Taste, wenn wir da drauf drücken, sieht man, dass der Akku zu 75% voll ist. Vier LEDs wären praktisch 100%. So, da oben haben wir noch den Einschalter. Ich zeige dir nochmal von der Seite. Von vorne. Er liegt auch nicht direkt auf der LED auf, ne? Also durch die Gummierung. Und jetzt mache ich mal das Licht an. Natürlich kommt dann noch ein Praxistest. Wenn es dunkel ist heute Abend, das wäre jetzt die erste Stufe. Stufe 2 ist gedimmt. Stufe 3 ist praktisch ein Blinken. Und die letzte Stufe ist dieses Notsignal. Ich zeige das mal, wie das aussieht. Da kann man praktisch, wenn man in Not ist, auf sich aufmerksam machen. Und ich denke, das wird mir nachts ziemlich weit sehen. Ja, das war jetzt der erste Teil vom Unboxing. Und im zweiten Teil werde ich dann in der Garage, wenn es nachher dunkel ist, mal zeigen, wie die Ausleuchtung von dem Gerät ist. Bis später. Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil. Und zwar zum Praxistest. Ich habe hier mal einen kleinen Aufbau gemacht. Wir haben eine Wand vorne, und zwar ist von der Garage der Eingang. Der hat eine Breite mit dem Seitenteil von 3,50 m. Von da ab habe ich einen Bock aufgestellt, und zwar in der Entfernung von 2,50 m. Und da habe ich zwei von diesen Nidl-Lampen drauf positioniert. Und in der Mitte noch so eine kleine Bosch-Lampe, und zwar so eine mit 400 Lumen. Und ich werde die jetzt mal anmachen, dass man mal sieht, vom Licht her, wie hell das ist als Vergleich. Die ist außer Konkurrenz. Ich mache die mal an. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Also, man sieht, die hat 400 Lumen. Und jetzt ist links und rechts so eine Lidl-Lampe. Ich mache die jeweils mal an. Die erste im vollen Modus und die zweite im vollen Modus. So.
Jetzt habe ich das Ganze ausgeleuchtet mit zwei Lidl-Lampen und einer Bosch. Ich mache mal die Bosch aus. Klappt die mal um. Das ist so eine kleine klappbare Bosch, dass man die mal sieht. Die habe ich auch schon mal vorgestellt. Und jetzt mache ich mal eine Lampe aus. 1, 2, 3. So, die ist aus jetzt. Und das ist jetzt die Leistung von einer Lampe. Ich mache die dann nochmal komplett aus und mache sie nochmal an. So, jetzt ist wieder komplett dunkel. Und jetzt mache ich sie an. Das wäre jetzt eine. Ich drehe die mal ein bisschen. Man sieht also mit dem Magnetfuß, das ist gut. Ich mache die zweite dazu an, dass man sieht. Also die Ausleuchtung bin ich sehr zufrieden. Ich mache ein relativ helles Licht, kann man gut arbeiten. Und in der vollen Leistung jetzt hier würden sie ja 3,5 Stunden laufen. Das reicht mir auch, weil meistens mache ich am Abend nicht mehr. Also man kann es auch getimt benutzen. Und muss echt sagen, also für den Preis von etwa 19,99 Euro, also 20 Euro für so eine Lampe, inklusive USB-C-Kabel, ein Netzteil plus ein Adapter fürs Auto zum Aufladen, finde ich, ist das schon ein guter Preis. Kann man also nichts verkehrt machen. Und 3 Jahre Garantie, also da kann man wirklich nichts verkehrt machen mit den Dingern. Gut, ihr seht da hinten schon, da steht schon mein nächstes Projekt. Und zwar so eine Kehrmaschine, Kärcher S4 Twin. Die habe ich mir jetzt geholt für den Hof zum Kehren. Und das wird das nächste Projekt, wo ich ein Video drüber mache, wie ich damit zufrieden bin, wie die funktioniert. Und ich hoffe, dass ihr da wieder zuschaut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.